Ja. Das aktuelle IQ der YouTube-User. Müssen wir das machen? Das ist ja unpraktisch, weil... Ja, die schauen unsere Videos. Okay, ich lade ein Video hoch und sag dann darunter, ich sag vor dem Video, dass es scheiße ist. Und dann schreiben sie nochmal drunter, das ist scheiße. Das ist auch ziemlich dämlich. Also, ich rede jetzt von diesem, hallo. Ah, hi. Hi. Okay, man stirbt da wirklich. Ich möchte das so passend springen, dass man nicht stirbt. Dafür müsstest du auf die Treppe springen, die ich jetzt übrigens abreißen werde. Überlebt. Hat denn wer ein Gesprächsthema? Ist ja, also ich habe noch so ein paar aufgeschrieben. Nimm ich mal das dooferste. Oh cool, hier ist die Spinne runtergesprungen. Nehme ich mal das dooferste Gesprächsthema hier raus. Und zwar Flugzeug. Flugzeug? Flugzeug. Ja, okay, die haben zwei Flügel. Richtig. Normalerweise zwei Propeller, ein Heck. Eine Menge Fenster. Genau. Und dann fliegt man in Urlaub. Benzintanks. Also, seid ihr eigentlich schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Nein. Jop. Ja. Und das werde ich auch, glaube ich, nie machen. Warum zweimal nicht? Nach Ägypten, einmal in die Karibik. Und einmal nach Österreich. Und nach Amerika. Und auf den Mond. Und überhaupt. Ja. Ich wurde schon häufig genug von meinen Eltern dazu gezwungen, 27. Irgendwo mit hinzufliegen. Na, mir fliegt wieder ein Pfeil auf den Kopf. Ich wollte ihn eigentlich fangen. 27? Ja. Ist das Thema? Nein. 49. Also warum wirst du nicht mit dem Flugzeug fliegen? 49. Okay, ich habe kein Wort verstanden, weil gerade alle zusammengeprabbelt haben. Das ist immer praktisch. Nein, warum wirst du eigentlich nie mit einem Flugzeug fliegen? Glaubst du? Weil man abstürzen könnte. Es werden mehr Menschen mit einem Küchenmesser erstochen, als von Flugzeugen abstürzen sterben. Ja, man hat auch schon erzählt, dass es mehr Autounfälle gibt, als Flugzeugabstürze gibt, aber falls auf einmal wieder so ein Bin Laden-Zombie drin sitzt und dann sagt, dann sind wir alle tot, da habe ich echt keinen Bock drauf. Na super. Ja, okay, sagt ja. Wie oft fährst du mit dem Auto? Wie oft mit dem Auto? Nicht oft? Jetzt ist irgendwie leise. Sagt der Terrorist zum Piloten. Einmal 83. Stock, bitte. Ah, danke. Das nehme ich. Also, was denkt ihr über die Zahl 49? 49 ist halt schön, ne? Ich würde sagen, ist das eine 4 und aus einer 9? Nicht alltäglich. Kommt beim Zufallsgenerieren zwischen 1 und 100 nicht so oft vor. 7 mal 7. Ja. Und die Quadratwurzel, gibt es da eine? Na sicherlich. Ja, 7! Achso. Also, was mir dazu einfällt, war euer komisches 49-Abonnenten-Special. Das war ein 69-Abonnenten-Special. 69? Ich dachte, das war immer 49. Scheiße. Wo wir denn Penis, 69. Yeah! Mein Gott, ja. Du guckst ja gar nichts von uns. Schäm dich! 69? Du bist nicht der Echte. Schon. Was ist los, Manuel? 69? Ja, 69. Ja. Eine unserer Lieblingszahlen neben 42. Und 1337. Okay, hast du noch ein Thema außer Flugzeugen und Zahlen? Zahlen habe ich nicht vorgeschlagen. Achso. Das war ich. Okay, hast du noch was? Ja, sicher, aber so irgendwie, so die Fakt ist, also so können wir noch ein bisschen darüber reden, nicht, dass wir jetzt das so abbrechen einfach. Jetzt mehr Menschen werden durch Autounfälle getötet als durch Flugzeugabstürze. Und da kann man dann schon nochmal schauen, wie sicher das eigentlich schon geworden ist. Also im Gegensatz zu früher, ich meine, wenn man sich jetzt mal so irgendwie... Aber was ist, wenn sich dieses Lenkding da verheddert und das dann gegenmanövriert? Das heißt, dann will der Pilot hochziehen, da geht es aber nur noch tiefer und dann bin ich tot. Längsdingsbums verheddert? Mittlerweile werden Flugzeuge kaum noch gelenkt, das wird hauptsächlich alles aus automatischer Navigation gemacht. Ja toll, und dann versagt die automatische Navigation, das ist gelenkt, das dreht sich um und dann... Das wird hunderte Male bevor dem Flug getestet, damit das gerade nicht passiert. Deswegen ist es auch schon 20 Mal passiert. Richtig, ja, also das ist dann auch Geschichte noch des Flugzeugs. Mist! Wenn jetzt dann immer mehr mit automatischen Navigationsdings geflogen wird... Wenn das einmal ausfällt, dann ist alles vorbei. Dann gibt's noch den Piloten, dafür ist er da, dass er halt eben das in dem Falle rettet. Was ist, wenn der Pilot Epileptiker ist und er weiß es nur noch dann nicht? Dann darf er gar nicht erst Pilot werden. Und wenn er es noch gar nicht weiß? Dann wird er getestet und dann weiß er es.
Ja, aber wenn der da schon abgestürzt ist. Der kann nicht die mehr getestet werden. Ich hab nicht mit draufgeschnitzelt. Kann ich die Enderperle wieder haben? Ich leg sie in deine Truhe. Okay. Ich hab mich gerade nämlich schon gefreut und dann war da gar keine. Ey, kann der in mein Loch mal springen? Nein, ich bin weg zu Manuels Haus. Oh, der ist sogar noch aktiv am Bauen. Ja, so ganz aktiv. Ich bin jetzt hier nebenbei fast am Sterben und dann am... Verdammt, ich habe gerade versucht, dich abzuschießen, aber nicht getroffen. Drei Zombies gleichzeitig... drei Skelette gleichzeitig töten. Weil ich fast verhungere. Du hast einen Pfeil im... Du hast ganz schön viele Pfeile in deiner Handfläche. Welche Leben habe ich? Spring ich mal in dein Loch rein. In deiner linken Schulter hast du auch einen Pfeil. Ja, und du auch in deinem Kopf. Das sieht affig aus. Wie macht man eigentlich Thumbnails? Ich kann das nicht machen, ich bin in Österreich. YouTube hat irgendwas gegen Österreicher. Und deswegen... Ja, gegen Deutschland hat es auch noch was bis vor kurzem. Thema halt, ne? Aber jetzt hier so. Ich kann auch kein Thumbnail machen. So ganz, ganz special. Jetzt hört mal alle zu. Es kann sein, es ist nicht fix, aber es kann sein, dass ich vielleicht irgendwann im Februar YouTube-Partner werde. Aber jetzt nicht irgendwie so, irgendwas. Es ist nicht fix, ich habe mich nur mal beworben dort und ich weiß noch nicht, ob ich genommen werde. Das habe ich auch schon gemacht, aber ich habe mich da Peter Pimmelkopf genannt. Ich habe mich da Peter Pimmelkopf genannt, das nehmen sie, glaube ich, nicht an. Also, ich habe, bei mir schon jedenfalls in eine Woche muss ich warten, dann kriege ich eine E-Mail und was ist? Keine. Ja. Als YouTube-Partner verdient man übrigens 2,50 Euro, wenn man 1000 Aufrufe hat oder sowas. Ja, aber immerhin ist ja, auch so ein kleines Geld. 2,50 Euro, überleg mal. Das haben sie mir bei Galileo. Vorsicht, das ist ein Krepper. Übrigens, da darf man als YouTube-Partner gar nicht über den Gehalt sprechen, ne? Richtig. Aber wir sind ja noch keine. Ja, Galileo hat nämlich gesagt, die verdienen etwa 2,50 pro 1000 Klicks oder sowas. Ich habe, glaube ich, gerade das Gefühl, als wäre meine Aufnahme ausgegangen. Das warum ist doch deins. Ich habe oben, keine FPS-Zahl mehr. Dann bist du auf eine Taste gekommen und du hast ganz viel Pfeile in deinem Körper. Du bist auf eine Taste gekommen, der PC hat ja nur 2-3 Tasten, ne? Ich weiß nicht gerade welche Taste, aber irgendeine Taste schaltet das halt aus. Ich hab's auf Zirk und Plex. Nicht der Start, sondern das aus. Das ist die hier. Jetzt hab ich die Aufnahme ausgemacht, als ich das geschrieben hab. Mann, bin ich doof. Ja, Leute, du musst doch wieder gestartet haben. Ja, hab ich auch, weil ich das zweimal gemacht hab, aber... Ich moderiere jetzt mal an. Also, da sind wir wieder bei Ninja Lop. Ja, er war so schlau und hat das in den Chat geschrieben. Dann wurde die Aufnahme beendet und jetzt sind wir wieder hier. Ja, oder ich hätte die beiden Teile einfach hintereinander geschnitten. Dann wäre das jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, aber... Jetzt wurde es anmoderiert, das ist jetzt der zweite Part. Dann lade ich einfach zwei nacheinander hoch, okay, Johnny? Schneid sie einfach zusammen, ist doch scheißegal. Nein, jetzt bin ich auch noch vom Server geflogen. Dann geht der Part jetzt überhaupt schon. Ich weiß es nicht, mindestens eine Stunde. Glaube ich. Ich meine... Nein, doch nicht so lang. Wie spät ist es denn? Ja, gute Stunde. Wie spät ist es wirklich? Was ist los, Johnny? Wollten wir nicht los spielen? Ja, wollten wir eigentlich, aber jetzt ist es zu spät. Ja, habt ihr Pech gehabt. Manuel, bist du auch LOL? Nein, er nicht. Mac. Er hat ein MacBook. Oder ein Mac. iMac, was denn? Ich hab noch eine Frage an dich. Wieso leckt's in deinen Videos? Oh, das hab ich dir schon mal gesagt. Ja, ich hab's aber von ihm. Das ist eben so. In den letzten Minecraft-Parts hat's ziemlich geruckelt. Lag so nicht an der Aufnahme. Es lag daran, dass ich auf eine neue Version meines Betriebssystems geupdatet habe und mein Renderprogramm irgendwie nicht mit dem zusammenkommt. Und deswegen hat es da während dem Rendern Lags gegeben. Ich habe leider schon alle Parts gerendert. Deswegen ist da drüben ein Slime und ja, Lags halt hin und wieder. Okay. Du Monster, du hast einen Slime getötet. Was hat er dir getan? Und einen Creeper. Creeper ist in Ordnung. Oh, das arme, kleine Slime. Was hat er dir denn angetan? Warum habe ich dich angelogen? Du hast gesagt, das war nur ein Renderprogrammfehler. Ja, ist ja der Fehler vom Renderprogramm, wenn er mit dem Betriebssystem nicht zusammenkommt. So. Brauchst du noch Holz? Ich habe kein Holz. Ja, so ein bisschen. Deswegen fahre ich hier den ganzen Wald ab. Raphael, wo hast du eigentlich die Kühe gesichtet? Am Spawn Point. Sind noch welche übrig?
Nein. Saplings. Das ist also unser nachhaltiges Essen und Leder zerstört. Ja. Saplings. Hallo, du brauchst eine Melonenfarm. Wir brauchen kein Essen. Ja, aber... Bücher. Bücher. Stimmt. Ja, ich hab noch Leder. Hast du schön übrigens gemacht. Wir ziehen auch bald die Mob-Talker-Mod ins Let's Play dazu. Ja, das ist witzig. Titten! Nein, Creeper. Titten, sag ich doch. Monster. Mit Titten. Monster. Weibliche Monster mit Titten. Was habt ihr für Probleme? Ich weiß es nicht. Das ist Deutschland, da sollst du niemals hinkommen, wir sind alle komisch. Ja, ich war schon mal ein paar Mal in Deutschland. Werde auch nächstes Jahr nach Deutschland kommen für die Gamescom. Ja, Gamescom, ich muss noch Tickets kaufen, fuck. Ich war doch nie auf der Gamescom. Olli, ich nehme dich, wenn ich dieses Jahr fahre, nehme ich dich mit. Auch eventuell hinfahren. Ich schmuggle dich einfach in so eine, ich steck dich in so eine kleine Tasche und dann schmuggle ich dich mit. Brauche ich nicht für dich bezahlen. Da bist du dich deine hässlichen Muskeln ansparen, damit du durch die Gegend tragen kannst. Fick dich. Jetzt hast du mich und Oliver beleidigt, nämlich ihn als schwer und mich als nicht muskulös. Super, insofern ich Olli nicht als klein bezeichne, interessiert ihn das glaube ich nicht so wirklich, oder? Aber ich meine, was bringt es mir? Ich bin ja klein. Hast recht. Bin ich mal 1,60. Bleib mal stehen. Die Haut sieht. Die sieht immer noch viel aus. Ich dachte, ich bin nicht mal 1,60 groß. Nee, ich bin. Nur weil ich 1,80 bin. Fick dich. Hast du noch Gesprächsthema, Manuel? Weil wir haben noch keine. Mist. Wenn das jetzt sowieso der nächste Folge ist. Ja, also, so Gesprächsthemen zahlen sich eigentlich gar nicht mehr aus, weil wir haben schon ziemlich lang aufgenommen. Ist auch ein bisschen spät jetzt schon. Deswegen halt. Richtig. Ja. Ich hasse Türen. Alles klar. Und Schafe. Schafe. Ich hasse Schafe. In alles. Minecraft. Okay. Dann nehmen wir eigentlich noch weiter auf oder nicht mehr? Ich glaube, wahrscheinlich ist dann jetzt Ende, oder? Schicht im Schacht. Ja, würde ich mal sagen, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Ja, dann mache ich das einfach mal so. Ich lade mich dann im nächsten Part wieder ein, bei euch beiden. Ja. Und dann bauen wir das Haus hier fertig. Okay. 3, 2, 1, Piep! Oh, wir sind raus. Ja. So, alles abbauen. Du, wir sind noch nicht raus. Oh, ups. Oh. Naja, okay, ich lasse das jetzt alles hier drinnen. Mikrofon wieder ins Bild. Also, ihr zwei, Hauptdingspunkt des Let's Plays, jetzt werde ich nochmal. Hier so. Alter, hier ist schön eure Kanäle verlinkt. Hast du überhaupt einen Kanal? Ja, du da. Ich oder er, wir beide. Ja, wir haben alle Kanal. Komm, Raphael, komm mal an sein Haus. Na, warte, ich porte mal kurz her. Nein, das ist egal. Ihr zwei Hauptpersonen. Na, warte, kommt nicht her. So, jetzt schaut mal alle beide zu mir. Ja, so ein Bild brauche ich auch, dann verlinke ich das einfach auf den Köppen. Jetzt bleibt mal stehen hier. Seid ihr? Ach so, ich wollte doch. Aua. Seid ihr, Arschgeigen? Wir sind in dem Haus von Manuel. So, Bombensache, okay. Ich sehe da eine Holzhütte, da ist es, glaube ich. Hier sind jetzt verlinkt die beiden Kanäle von einmal Oliver und einmal Johnny. Habe ich mir gemerkt. Auf ihren rotierenden Köpfen. Und das sage ich mal danke fürs Anschauen bei uns hier. Und da ist auch noch einer. Hier, so, da ist noch einer. Richtig. So, nochmal, wenn ich nicht vergesse. Jetzt wird es flink schwer. Auf jeden Fall danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüss.